herzlich willkommen, liebe Videofreunde aus dem schönen Erzgebirge, dem Kurort Seifen, und seid gegrüßt. Wir hoffen, ihr hattet eine schöne Weihnachtszeit gehabt und konntet schön feiern ein bisschen. Bei uns ist natürlich nichts aufgegangen. Der Herr des Hauses war leider Weihnachten nicht zu Hause, sondern kam erst am zweiten Weihnachtsfeiertag spät abends oder spät Nachmittag. Und aber ich hatte das Glück, ich hatte ja meine Freundin bei mir, die mich besucht hat, und das war sehr schön. Wir haben uns eine schöne Woche gemacht und war sehr, sehr schön gewesen trotzdem. Ja, gut, dass sie da war. Und ja, gestern haben wir dann alle Zelte wieder zu Hause abgebrochen. Meine Freundin ist nach Hause gefahren. Liebe Grüße, Andrea. Und wir sind dann losgefahren, um unseren Jahreswechsel ja irgendwo im Peppino zu verbringen. Das war erstmal alles anders geplant. Wir wollten eigentlich an die See fahren, hoch an die Nordsee, und wollten uns mit Rita und Thomas treffen. Und da haben wir uns auch ehrlich gesagt wirklich drauf gefreut. Aber die Wetterprognosen sehen da oben so derart schlecht aus, dass wir uns kurzerhand entschieden haben, das abzublasen. Aus dem einfachen Grund, zum einen, ja, also wir müssen 4-5 Mal am Tag mit dem Hund raus, und das bei wirklich Regen und Sturm oder Wind, starken Wind, ist nicht lustig. Auch für den Hund nicht und auch für uns nicht. Und ja, und dann hätten wir sowieso nicht groß zusammensitzen können, weil wenn es wirklich stürmisch ist, hat unser Hund auch Angst im Wohnmobil, weil es schaukelt und wackelt und klappert dann auch ein bisschen, und da ist er unruhig. Das mag er dann nicht, wenn er alleine ist, und dadurch hätten wir auch nicht bei den anderen im Wohnmobil sitzen können, und die hätten auch nicht zu uns kommen können, weil es da eine Tierhaarallergie gibt. Also haben wir uns entschieden, schweren Herzens, dass wir das abblasen, und sind in eine andere Richtung gefahren, haben ein bisschen geguckt, wo das Wetter besser wird, und tatsächlich scheint es hier nicht ganz so stürmisch zu werden und auch vom Wetter her deutlich besser als oben an der Nordsee. So, deswegen sind wir in Seifen im Erzgebirge, sind da gestern schon mal abends kurz durchgefahren, und das sah sehr schön aus, der Ort. Also total toll beleuchtet und überall natürlich hier die Lichterbögen an jedem Haus, große, so an den Hauswänden große Lichterbögen dran, alle Fenster mit Lichterbögen geschmückt. Das sieht ganz toll aus, ne? Ja. Und auch alle gleichmäßig. Also es sind dann so in den Häusern oft also immer die gleichen Lichterbögen drin. Das sieht also wirklich schön aus. Und ja, wir sind dann abends hier. Das ist ein Hotel, es nennt sich Ahornberg. Und die bieten halt diesen Campingplatz dazu mit an. Was ein bisschen merkwürdig war, als ich schriftlich angefragt habe, kam eine Absage. Sie hätten keinen Platz mehr frei. Michael hat dann aber gestern, bevor wir diese Antwort bekommen haben, hat er hier angerufen. Und da hieß es, gar kein Problem, vorbeikommen. Ja. Ohne Platzzuweisung, man kann sich hinstellen, wo man will. Es ist bis jetzt auch noch nicht so viel los. Es ist schon, sind schon ein paar Leute da, aber es ist jetzt nicht wegen Überfüllung geschlossen. Ja. Es war ein bisschen merkwürdig. Und deswegen war das Glück, dass wir da nochmal gestern die E-Mail gar nicht gelesen hatten und dann angerufen hatten. Keine Ahnung. Also der Platz ist sehr schön angelegt. Wir zeigen euch den dann nochmal. Wir haben auch eine wunderbare, schöne Aussicht hier. Aber es wäre ja nicht Living and Travel, wenn nicht wieder irgendetwas schief gehen würde. Und gestern Abend, ja, war ich im Bad, und auf einmal habe ich gesehen, dass der Wasserhahn tropft und ordentlich tropft. Ja, und jetzt haben wir halt ein Problem, weil der Wasserhahn ist undicht. Wir können also die Wasserpumpe nicht anlassen. Und jetzt kannst du ja auch mal was dazu sagen.
Ja, das ist von der Dusche, der Mixer. Der ist undicht. Ich nehme an, das ist trotz Ablassen und Ausblasen, alles wird wohl, ich vermute es einfach, Restwasser drinnen geblieben sein, eingefroren, wieder aufgetaut und das Ding ist dadurch kaputt gegangen. Ich habe es noch nicht raus. Ich will jetzt mal versuchen, mit dem, was ich dabei habe, das Ding auszubauen. Dann sehe ich dann auch weiter und kann auch unserem Händler des Vertrauens da ein Bild schicken, ob er so ein Ding da hat oder uns zumindest bestellen kann, weil im Internet habe ich es nicht gefunden. Und ja, jetzt helfen wir uns halt damit, Sicherung raus, dass die Pumpe nicht läuft, weil ich finde, wie gesagt, kein Absperrhahn für nur Dusche oder nur Hast du das den Herrn Schubert mal Toilette. gefragt? Es gibt keinen, Ach, es gibt keinen, ne? weil du sagst, du findest keinen. Ne, ich habe eine Anleitung geguckt, nichts. Es gibt keinen. Du kannst nur das Wasser komplett, also die Pumpe ausschalten, dann musst du den Druck noch ablassen aus den Leitungen und dann hört es natürlich auf. Und wenn du dann wieder Wasser brauchst, dann machst du deine Sicherung wieder rein. Weil es ist jetzt kein Sturzbach, der da rauskommt, aber es tropft halt. Ah, ist schon ordentlich. Ja, es tropft und es läuft ja unten in die Duschwanne. Also es ist jetzt nicht so, dass da an dem Auto irgendwas kaputt geht. Ist halt ärgerlich. Ja. Ja, und jetzt sind wir froh, dass wir auf dem Campingplatz stehen. Und wir sind auch Gott sei Dank nicht weit weg von dem sanitären Gebäude hier. Und Ja. da ist auch eine Spülküche drin. Also wir können uns behelfen. Was ein Glück, stehen wir auf dem Campingplatz, weil wenn wir nicht auf dem Campingplatz stehen würden, dann hätten wir jetzt ein richtiges Problem. Ja. Ne? Also von daher ist gut, da sind Duschen, ist alles da. Wir brauchen also wenig Wasser nur. Und können uns jetzt ein bisschen hier damit behelfen. Und ja, es ist schon gut so, dass wir hier sind, sozusagen. Ne? Hat alles immer irgendwo einen Sinn. Ist auch irgendwie manchmal merkwürdig, ne? Für irgendwas ist immer irgendwie, ich weiß auch nicht so. Im Nachhinein, wenn man mal überlegt, es hat immer so alles irgendwie einen Sinn. Ja. Ja. In dem Fall war es so, dass es gut war, dass wir halt hierher gefahren sind und hier auf einem schönen Campingplatz stehen. Weil sonst hätten wir vielleicht nach Hause fahren müssen. Naja, nö, nach Hause fahren nicht, weil du kannst dir dann immer wieder Wasser Du aufreißen. wolltest gestern nach Hause fahren. Da hätte ich aber die Schnauze voll gehabt, ja. Richtig. Die Schnauze voll, ne? Ich meine, ich muss dazu sagen, ich wusste auch in dem Moment nicht oder dachte, das wäre schlimmer. Und dann hätten wir nämlich auch fahren müssen. Aber so schlimm ist es ja nicht. Also ich denke mal. Mal gucken jetzt, wenn ich die Schläuche abkriege, dass ich vielleicht im Baumarkt hier ein paar Schrauben kriege, die ich da reindrehen kann und Feierabend, dann ist gut. Dann brauche ich nur die neue Kartusche, die da kaputt gegangen ist. So, also das steht jetzt an. Handwerkliche, begeisternde Arbeit von Michael. Das kann er Ja, wieder. Problem ist ja unten ist sehr eng, du kommst sehr, sehr schlecht dran. Das Ja. ist das Problem. Sonst zwei Schläuche ab, zwei Stecker Aber ab. du kriegst ja auch im Flugzeug in die Triebwerke rein. Da ist mehr Platz. Ach so. Aber du hast doch mal gesagt, irgendwo ist auch so wenig Platz. Es gibt Stellen, die sind sehr eng, ja. Also, bist es ja gewohnt. Macht's nicht einfacher. Also, wir können heute schon wieder lachen. Gestern Abend auch schon. Erst war Michael sauer. Ja, wieder was und wieder Da bist du was. voll hier mit dem Auto. Ja, das kann aber nichts dafür. Ich Nee. gehe wirklich davon aus, dass das der Grund ist, dass da tatsächlich, ich muss das nächste Mal stärker durchblasen. Das war wahrscheinlich nicht genug. Nochmal ein paar Hiebe mehr mit der Pumpe und dann ist gut. So, also dann, leg dich nieder. Ja, hilft nichts. Bis später. Macht ja sonst keiner hier was. Karin schickt uns wieder Schleichwege.
Wir fahren jetzt in die Tschechei zum Tanken. So wie wir das wohl gesehen haben, gibt es auch in Seifen keine Tankstelle. Ne? Das wird sich hier nicht lohnen. Aber die fahren alle hier rüber zum Tanken wahrscheinlich. Und dann haben die da, haben die in Seifen gar keine. Da ist schon eine. Ist das jetzt schon Tschechei? Ja. Ah, guck mal hier. Da ist die Tankstelle da hinten. Wir sind in der Tschechei. Wir sind in Tschechien. Michael hat jetzt 2 Tage rumgefriemelt und jetzt hat er die Kartusche draußen, oder? Ja. Und wie hast du die jetzt rausgekriegt? Mit dem, was ich hier habe. Mit meinem Leatherman und mit meiner Zange. Und da muss man reingehen, oder wie? Kannst du es kurz erklären? Die kannst du so, wenn sie eingebaut ist, ausbauen, wenn du dran kommst. Ja, Platz, aber du bist ja gestern erst nicht dran gekommen. Nein, ich habe dann aufgehört, weil ich nicht wusste, ob ich diese Mutter hier vorne, ob die ab muss. Da ist eine Mutter drauf hier, zeig mal, die das Ding da drin hält. So, und ich habe keinen Schlüssel da dafür. Und dann habe ich mit der Zange versucht, aber vorsichtig, und da geht sie natürlich nicht losgegangen. Und jetzt sagt er aber, der Schubert, dass... ja, das, die macht man los, dann kann man das rausziehen. Und dann habe ich gedacht, kaputt ist es sowieso, also bin ich mal mit etwas mehr Gewalt dran gegangen. Und jetzt ist er draußen. Also ging mit der Wasserpumpenzange, habe ich die Mutter losgekriegt und die ist auch nicht kaputt, die kann man wieder nehmen. Und die Kartusche muss ja eh neu. Naja. Also es ist genau das passiert, was uns auch gesagt worden ist. Also wir haben ja so einen Link bekommen zum anderen Video und es ist wirklich so, dass das mit dem Einfrieren war das, ne? Ja, ich nehme an, weil die Wasserhähne, die stehen alle senkrecht. Da läuft die Kartusche leer, wenn du das System leer und machst. Und der ist quer. Und die steht waagerecht und da ist wahrscheinlich Wasser drin stehen. Und das kann man aber nicht, dass man da eine andere Armatur ranmacht, geht nicht. Nee, aber ich, das nächste Mal mache ich hier oben den Schlauch ab und blase von hier aus mit der Luftpumpe da rein. Und dann bläst das Ding leer. Aha, also da kann man, ach so. Du hast das auch mit der Luftpumpe, deswegen hast du die bestellt, oder was? Die bei uns da stand. Nein, das ist keine Luftpumpe, das ist zum Ölwechseln. Ach so. Mit was für einer Luftpumpe machst du? Eine Luftpumpe. Ach so, das wusste ich gar nicht. Ja, das halte ich dann da dran und pumpe ich, damit die Leitungen leer sind. Und wie gesagt, jetzt ist aber hier das Problem, weil die waagerecht steht, ist wahrscheinlich tatsächlich, ich habe den Schlauch, hätte ich abmachen müssen und dann da reinblasen müssen und dann wäre es auch leer gewesen. Also gut, fürs nächste Mal oder für alle anderen, die ihr auch so eine Armatur habt, die quer steht, ist das doch ein guter Tipp, das abzumachen und da mal richtig kräftig durchzublasen, damit alles ausgetrocknet ist. Das kann ja nicht viel drin geblieben sein, ne? Nee. Wir haben ja alles rausgelassen, ja. Aber ein Rest ist halt eben drin geblieben und das hat halt eben gereicht, ne? Das hat gereicht, ja. Und jetzt haben wir, beziehungsweise Michael, 2 Tage jetzt hier getüftelt. Und gestern waren wir ja im Baumarkt nochmal, im Turmbaumarkt und haben da noch ein paar Teile geholt. Das war auch gut, ne? Naja, damit ich das blindlegen konnte, die Leitung.
Zwei Schläuche, zwei Schrauben dicht gemacht, Schellen drum. Jetzt können wir wenigstens den Rest von dem Auto benutzen. Genau, jetzt konnten wir erstmal, heute schon konnten wir, also, oder gestern Abend schon konnten wir wieder Zähne putzen, ne? Und das Wasser im Bad benutzen, weil Michael die Leitung abgeklemmt hatte. Duschen nicht, aber ist ja nicht schlimm. Wir haben ja hier einen guten Platz, wo man duschen kann. Und ich gehe auch spülen hier in der Spülküche. Also alles wunderbar. Und wenn wir das wieder repariert haben, dann kann man auch wieder duschen. Ja. Ja, war dann schon mal ein bisschen ein Schreck am ersten Abend. Aber Gott sei Dank wieder alles gelöst. Es hat sich alles beruhigt. Und jetzt fahren wir nachher nach Seifen. Ich gehe jetzt mit dem Hund noch mal hier ein bisschen spazieren. Übrigens eine sehr, sehr schöne Ecke für Hunde. Wenn man hier aus dem oder vom Campingplatz rausgeht, man ist sofort in der Natur und in richtig schönen Wald, in einem Tannenwald. Und kann also wunderbar hier mit Hunden Gassi gehen. Also die haben hier Auslauf, eine riesengroße Feldwiese hier gleich am Campingplatz. Also alles gut. Der hat's auch gut, unser Dolten, ja. Der macht auch Schläfchen hier. Der alte Mann. Jo, gell, Brüttelchen. Guter Junge, ne? Ja. Wir wünschen uns fürs neue Jahr, dass unser Hund gesund bleibt. Und wir natürlich auch. Aber insbesondere auch unser Hundi, dass wir vielleicht noch ein Jährchen mit ihm haben. Mal gucken, ne? Ja, so machen wir das. Na, also dann. Let's go starting in the day of 1 o'clock p.m. Das ist jetzt... Super Englisch? Vom Feinsten. So, also dann, jetzt let's starting. Let's start the day. Was? Let's start the day. Let's start the day. Mein Englisch ist so very bad. Ich muss etwas lernen. Und it is schon 1 o'clock p.m. Das heißt, es ist ein bisschen spät. Der Start, aber Hauptsache wir starten überhaupt. Ja, positiv sehen das Ganze. Genau. Wunderschönes Wetter haben wir übrigens heute. Sonnenschein. Und es ist zwar kalt, aber das ist schön. Und Sonnenschein. Richtig cool. Kein Wind, nix, gar nix. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Gassi gehen? Gassi gehen? Oh, nee, da ist jemand müde. Gassi gehen? Wollen wir Gassi gehen? Ui. Die Begeisterung. Nicht so wirklich, nee. Oh, Äuglein wieder zu. So, na dann. Gassi gehen? Wollen wir Gassi gehen jetzt? Ja, na auf. Auf. Nee. Ja, hopp, hopp, hopp. Husch, husch. Na los. Oh. Na auf, komm. Los, hab sie. Jetzt geht's los.